Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, der am Wochenende leider doch nicht gestreamt hat. Wer es so ein bisschen rausgehört hat, eher aus den, aus den Clans, der wusste, dass ich Samstagabend nicht zu Hause bin und erstmal irgendwo auf so einer netten Feierei in der Nachbarschaft war und dann entschieden habe, als ich dann wieder zu Hause war, Toto, so kannst du dich nicht vor eine Kamera setzen und deswegen habe ich es, ich habe es einfach ausfallen lassen, auch am Sonntag. Auch da hat man es leider mitbekommen, dass ich nicht zu Hause war, sondern irgendwo in irgendwelchen Wäldern gesteckt habe. Das lag einfach daran, beziehungsweise man hat das dann, oder ich habe selber dann gemerkt, indem ich meinen ersten Angriff nämlich so richtig mal verbockt habe mit einem schönen Disconnect, obwohl ich mich extra in so eine Schneise gestellt hatte, also in so eine Waldschneise, wo ich wirklich gutes fast lupenreines LTE gehabt habe, habe ich dann aber doch nicht. Und ich will euch trotzdem aus dem letzten Clankrieg hier, ja, was hat's denn eigentlich, also etwas zeigen, aber was hat's eigentlich mit dem Glashaus auf sich? Ja, das beruht noch auf einer Geschichte, ich glaube aus meinem letzten Stream, denn dort habe ich, ja, ich glaube, es ist der Shikwari, wo ich so ein bisschen nicht auf Gnadenlos geschimpft habe, aber wo ich gesagt habe, Mensch, Gnadenlos ist ja ein Push-Clan, das ist kein CK-Clan, denn die sterben sich natürlich im Clan-Level durch, muss man ganz klar so sagen, denn oftmals machen sie Farm-CWs und wenn du immer schöne 50er Farm-CWs spielst, kommst du natürlich auch irgendwann mal mit deinem Clan-Level hoch und so ist das halt bei denen, aber sie wollten mir dann zeigen, dass sie es auch können und deswegen ist die Tashira hier, oder die Tashi, so heißt er glaube ich jetzt, in diesen Clan gekommen und hat gleich zwei Leute einfach mal mit reingeschleppt. Und da wollten die einfach mal zeigen, dass auch bei Gnadenlos es natürlich auch Drei-Sterne-Kämpfer gibt. Was mich wirklich gefreut hat, dass dann tatsächlich, also wir wurden oben im Rathaus 12 Bereich natürlich enorm verstärkt, muss man so sagen. Und was mich so ein bisschen gefreut hat, es wurde geplant wie irre. Es wurde natürlich geplant wie irre. Wir haben auch ein komisches, oder nicht ein komisches neues Konzept, sondern wir haben so ein kleines neues Konzept nach meinem letzten Video mit den Bases zuteilen. Also ich glaube, es ist doch ganz... Es ist doch besser, wenn wir nach unserem alten Verfahren hier die Clankriege machen. Das heißt also, es stehen ein paar Namen dran an den Bases, aber man möge doch ein bisschen die Markierung beachten. Also so ein bisschen wurde hier drüber diskutiert. Finde ich auch ganz gut. Während wir hier im Angriff im Hintergrund von Parturnax sehen, also frischer Rathaus 11 oder frische Rathaus 11erin mit noch nicht 62 Truppen, aber schon einer ganz netten Gang hier im Machttrank. Und Ich nenne es nicht so ganz unbedingt ein Dip, aber ich meine, der Warden jetzt schon mit seiner Fähigkeit auf Level 6, das ist schon mal richtig, richtig nett. Und ihr habt gesehen hier mit dem Machttrank, mit den Truppen, die jetzt schon dann auf Max-Level für Rathaus-Level gerade so 11 sind, ist das schon richtig gut, haben wir ihr auch zu geraten. Haben also gesagt, komm, haust einen Machttrank rein, auch wenn du noch keine 62 Truppen hast, die gehen wir mit in CK, aber wir wollen uns jetzt mal die Gnadenlose anschauen. Oh, stimmt gar nicht. Ich hab doch noch einen entdeckt, den haben wir hier live geguckt von Free Guy 11 auf 11 und weil der war so super spannend, muss ich mal so sagen. Und im Hexenbowler kommen wir hier gegen diese Quadratenbase. Kann man auch ein bisschen anders machen, aber auch das, glaube ich, ist eine ganz gute Kombination, aber es war so arscheng am Ende, muss man mal so sagen. Und wir gucken uns den Angriff mal an. Also hier geht es jetzt, es kann ja nur diese Gänge entlang gehen. Also einmal hier außen, einmal hier innen. Es sei denn, du hast ein paar Mauerbrecher oder halt so eine Karre, die hier so ganz gemütlich durch den oder durch diese Base fährt. Immer noch die ganze Zeit geschützt, das ist das Coole. Die Karre ist die ganze Zeit geschützt von den Riesen, von den vielen Skeletten, die ja alle vorrennen und deswegen kommt die hier auch bis hier unten hin. Manchmal weiß man ja nicht genau, wie weit kommt meine Karre und man verliert sie ein bisschen aus dem Blick. Muss den Zauber hier setzen, muss den Zauber da setzen, muss gucken, Helden schon gezündet? Nein, ja. Und vertut man sich oftmals, genau wie hier auch mit dem Sprungzauber, denn der ist da zwar gesetzt, aber ihr seht das auch hier, die Mauer hier ist auf und die Karre ist also mal wieder erwarten ziemlich weit gekommen. Das ist auch mal schwer abzuschätzen, wie weit kommt
entschuldigt bitte, wie weit kommt meine Karre? Wann setze ich meinen Sprung an, den ich dabei habe? Aber Frigga ist jetzt noch an echt vielen Fronten am Kämpfen. Hier oben, hier unten und was leben hier noch? Das ist auch witzig. Zwei Infernos, ist klar. Also die Infernos noch nicht bekommen. Jetzt gucken wir mal, wie das so ein bisschen weitergeht hier mit diesen Infernos. Die braten jetzt nämlich eine Truppe nach der nächsten hier weg. Und es sind nicht mehr ganz, ganz so viele Hexen da. Hier unten versucht schon mal eine Hexe, durch die Mauer zu kommen. Ich meine, die paar Skelette, die sie jetzt macht, die werden natürlich immer von dem Inferno richtig schön weggebrutzelt. Aber die Hexe ist nicht in Reichweite. Und hier kämpft jetzt der King mit einer Hexe im Heck um diesen Inferno hier. Jawohl, und immer noch schön getankt hier von der Hexe und von dem King. Jetzt kommt aber wieder eine Mauer. Und ihr seht, wie eng das hier von der Zeit auch ist. 30 Sekunden noch, dieser Angriff. Und der King, ja, es ist ja eigentlich macht es ja jemand anders, immer auf die Mauern zu klopfen bzw. zu schießen. Nein, diesmal macht es der King hier. Und auch hier quält sich noch eine Hexe durch. Und jetzt kommt hier noch eine Falle raus. Aber die Hexe hat es jetzt leider erwischt hier. Aber jetzt kommen hier die vielen Skelette. Noch eine Hexe im Backend. Und jetzt kommt der Dicke. Und der King regelt eben mal den Inferno hier. Also krasse 3 Sterne von Frigga. 11 auf 11. Richtig nettes Ding. Aber jetzt kommen wir zu unseren Gästen. Und hier sind wir jetzt schon im Bereich 4 auf 3. Also Tesche hier vom Clan. Gnadenlos. Ganz oben steht dann so ein TM, also wenn ihr diesen Clan sucht, ich werde das am Ende kurz mal machen, um sie einmal kurz zu zeigen. Da hat mich die Tesche übrigens so gezwungen, dass ich das mache. Ich soll also sagen, die Gnadenloser können CKs planen, sie können Angriffe planen. Ist auch so tatsächlich, wir haben in Line geplant, wir haben hier im Chat ultra viel diskutiert. Ich habe es noch ein bisschen beobachtet, mir wurde das irgendwann mal ein bisschen zu viel Taktikgeplänkel, da ich ja doch so ein bisschen so aus dem Bauch Herauskämpfer bin. Und aber ich fand das wirklich sehr, sehr löblich und echt cool gemacht, was es sich hier ausgedacht hat. Auf die Nummer 3, auf den von dem Clan IC War Clan, und die waren auch stark. Donnerwetter, die waren auch richtig stark, muss man sagen. Die waren so stark, dass in dem Stream vom Olli, in diesem Community-Clan, wo wir am Samstag zu eingeladen hatten, dass ihr dort kommt, ich blende euch das da oben mal wieder ein, wer noch nicht verpasst hat, also den Stream von Olli von Samstag Nachmittag, ist auch nicht so meine Zeit gewesen, muss ich sagen, aber ich kann dem Olli, habe ich ja auch, glaube ich, auch im Stream gesagt, den kann ich einfach nichts abschlagen. Und nehme so ein Event, wo man sehr, sehr viel sieht, sehr, sehr viel mit euch diskutiert und so. Und das war ja auch ein cooler Nachmittag. Den nehme ich auch gerne mit. Dort ist nämlich dann jemand vom Gegner-Clan in unseren Clan beim Skylife COC reingekommen und hat gesagt, oh, sie ist ganz sauer, dass wir jetzt gerade gegen ihren Clan kämpfen und so, und unter Umständen verlieren die nämlich ihre Siegesserie, denn die war auf 9 und unsere Siegesserie war ebenfalls auf 9. Also da stand schon so ein bisschen was auf dem Clash of Clans Spiel, mehr ja nicht, es ist ja ein Spiel. Aber Tashira hat das hier echt cool gemacht, muss man sagen, mit recht vielen Sprung. Hier unten musste jetzt nochmal eine Tesla-Farm gerade bewältigt werden, und jetzt geht hier außen aber noch richtig viel mit Hexen, Warden, Heiler noch dabei. Die Riesenbombe tut jetzt nicht ganz so wenig. Ich meine, Doppelriesenbombe da unten auf der Ecke wäre ein bisschen schlimmer gewesen. Eine Hexe kümmert sich hier um dieses Lager und eine Hexe kümmert sich um den Rest hier, beziehungsweise tankt immer noch, also zwei Hexen. Wie viel haben wir hier noch? Da hat die Riesenbombe. Eieiei, aber ihr seht das schon, so eine Level 4 Hexe, die kann auch schon mal ein bisschen was ab, und jetzt kommen die Hexen vor allen Dingen in Heilung. Das ist nicht schlecht. An der Stelle allerdings noch ein Bombenturm hier, ein Magierturm dort. Und leider ein Tesla, der sich jetzt gerade um den Warden gekümmert hat. Ist aber nicht schlimm, die Heiler switchen hier immer noch richtig schön. Und jetzt kriegt zwar die King Beschuss, aber ihr seht das hier, bis auf 91% Queen immer noch nicht gezündet. Das ist echt mal krass gewesen, die ganze Zeit hier die Queen rumrennen zu lassen. Ich meine, sie wurde ja zwischendurch immer mal wieder geheilt. Aber jetzt kommt es hier zum finalen Ende und noch richtig viele Skelette hier, jetzt erst die Queen gezündet, denn die ist im Strahl des Infernos, im Single Infernos, und dann war die Zeit vorbei.
Wir sind uns einig, Teschi, das waren 3 Sterne, weil es nur ein Zeitfehl war, glaube ich. Es war, glaube ich, nur ein Zeitfehl. Ich denke mal, die Wuseltruppen hätten das alle noch gepackt. Also sauber gemacht hier 4/3. Richtig krasses Ding. Also, wo ich euch ja beschimpft habe, dass ihr nur 2 Sterne könnt. Ich denke mal, ihr könnt wesentlich mehr. Dass das so ist, sehen wir sicherlich noch. Und hier haben wir den zweiten unserer Gästen, unsere Gäste, den Shikwari. Er hat sich hier zu einem Hawk-Rider-Angriff nötigen lassen, aber richtig cooles Teil, muss ich mal sagen. Und vor allen Dingen den Anfang, den habe ich mir öfter mal angeguckt, denn gerade die Funnel-Geschichten hier, wie kommt man in eine Base rein, das ist oftmals nicht so einfach, dass sie... Hauptsache, die Truppen rennen dir nicht irgendwo hin, sondern sie sollen ja schon mal erstmal so ein bisschen in Richtung Mitte. Also dein Killsquad, gerade dieses Killsquad hier, das musste erstmal weit durch diese beiden Compartments kommen. Und das ist nicht ganz so einfach, gerade gegen die Ceiling Inferno hier, aber die Karre hier kriegt auch hier erstmal keinen Beschuss, ist erstmal ein bisschen geschützt und geht jetzt natürlich auf. Das ist aber nicht schlimm, das ist ein 5er Rathaus hier, das ist gut verteidigt und der Gegner hatte in der Regel oben immer ein Baby, ein Lava-Hund mit drin, ist schon ziemlich nervig. Das lenkt die Queen schon nett ab, aber ihr seht das hier unten im Backhand haben wir jetzt gleich Hawk-Rider und die wurden hier oben geht es los an dem Bogenschützenturm hier und an dem Bogenschützenturm hier, denn solche Defenses eignen sich natürlich besonders gut, um die Hawk-Rider hier echt surgical reinzusetzen, denn du brauchst 3, 4 Stück hat er dafür benutzt, jetzt reiten die schon mal zusammen, hat jetzt noch ein paar, hier unten ist der Bogenschützenturm natürlich jetzt etwas stärker, aber auch der ist jetzt weg und dann reiten die hier also wirklich top zusammenreiten lassen hier die Hawk Rider, dass sie immer wieder zusammenkommen, fand ich echt mal schick und die ganze Zeit hat ja vor allen Dingen der Warden. Wieso komme ich immer auf Warden? Wahrscheinlich, weil es beides in einem Paket mal gab, zu Rathaus 11 Beginnerzeiten. Der Adler hier die ganze Zeit am Ballern, das ist echt schon krass. Queen ist auch noch dabei. Ja, die Hawks mussten jetzt halt ab und zu mal wieder rein, beziehungsweise raus rein. Jetzt einmal wieder noch einmal nach außen, aber jetzt kommt es hier zum Cleanup. Hier hinten stand nochmal ein Troll-Tesla. Auch das ist dann für die Hawks mit dem goldenen Hammer kein Thema. Also tolles Ding hier. Richtig krasser Angriff, habe ich mir echt öfter mal angeschaut. Denn gerade diese Funnel-Geschichte, was nimmst du eigentlich mit? 2, 3 Barbaren, nimmst du einen Hawk-Rider oder vielleicht auch mal eine Valkyrie, die so 2 Gebäude machen kann. Das ist dann schon ein minutiöses Plan und so war das hier auch. Das hat mich wirklich gefreut. Der Shikwari hier hat auch hier in dem Clan mit einem Sixpack abgeschlossen. Das ist echt super Sache. Toller Angriff hier und das freut einen natürlich, dass man dann so einen tollen oder so tolle Gäste hier hat, die auch richtig krass angreifen können. Das konnten wir aber auch, aber trotzdem gönne ich so ein bisschen den Gästen diese Folge hier, muss ich einfach mal so sagen, denn es war sehr, sehr belebend und ja, weiß ich nicht, das schreit nach Wiederholung oder dass man mal rüber geht zum Pushen. Auch da animieren die Jungs und Mädels immer mal wieder. Wer also so ein bisschen mal pushen will, der ist sicherlich in den Nadellos-Clans gut aufgehoben. Und dort findet man in der Regel auch immer mal wieder einen Platz. Also auch dort ist eine große Familie mit vielen Clans, wo dann sicherlich auch einige mal sagen, ich pushe mal jetzt nicht, gehe mal in einen anderen Clan, die ganz normal in der Familie ihre Clankriege bestreiten. Es gibt ja, glaube ich, auch einen Nadellos-Clan mit Clan Level 18, da ist das sicherlich ein bisschen anders, da wird etwas mehr Fokus auf den CK gelegt und etwas weniger dann auf Pushen, aber hier auch wenn dieser Angriff hier jetzt nicht ganz so optimal lief, auch das gehört dazu, ich zeige ihn ganz ganz bewusst, um zu zeigen, dass wir hier auch hier im oberen Bereich gegen Max Bases schon kämpfen, also wirklich schon durchgängig mit Maxed Defense und das wisst ihr selber, die hier im oberen Bereich spielen oder auch selber, wenn man Rathaus Max auf Rathaus Max spielt, egal ob das 8 gegen 8 ist, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, es wird nie einfacher. Es wird nie einfacher, sondern es ist echt bockschwer und die Base hier war
Sie ist später nochmal mit 72% belegt worden, aber der Frankie holt hier noch den 1% raus, um das auf den Zweisterner bringen zu lassen. Echt krasse Sache. Ja, und ich schon wieder auf meine Pausentaste gekommen. So ein Scheiß. Aber ihr habt es gesehen, 50%. Tolles Ding hier. Und wir haben diesen Clankrieg mit unseren Gästen 84-82 gewonnen. Super gemacht, super Taktiken, super Absprachen und auch natürlich tolle Angriffe. Auf unserer Seite ist ja auch nicht mehr viel auf, muss man auch fairerweise so sagen. Auch meine Base hier hat mal wieder richtig kassiert, 92%, aber halt keine 3 Sterne. Und am Ende waren wir so ein bisschen standfester, mussten natürlich, wir haben hier ziemlich hart nachher dippen müssen. Also unsere Dips mussten passen und das ist uns dann auch gelungen auf die, ja, ich glaube, das war schon, nee, das ist noch 12 auf 12 hier. Das war der zweite vom Shikwari. Meine Wenigkeit hat hier auf den 11er gedippt, weil ich leider auf den 12er, das seht ihr hier, 26% mein Disconnect im Wald hatte. Und also ich habe genug mit den Steinen im Glashaus geworfen. Ich schaue mal eben, dass ich den Clan finde, aber ich denke mal, ihr kennt den Clan gnadenlos und damit ihr ihn auch findet, setze ich immer einen Filter und zwar auf Clan Level 13, weil ich sie natürlich kenne. Und ihr müsst dann den Clan mit TM suchen. Das sind die Jungs hier unten mit dem weißen Logo, hat mir die Teschi extra gesagt. Ja, habe ich mir gemerkt, Mensch. Also, wir sind furchtlos loyal. Ihr seht das hier immerhin schon 91 Kriege gewonnen. Ich glaube, bei 92 Verlusten. Wenn das nicht so ist, ich glaube aber, es ist so. Aber das ist nicht schlimm, das ist ein Push-Clan hier. Und also vielen lieben Dank nochmal. Sind die im Moment voll? Ne, die haben jetzt gar nicht Platz, denn die drei sind im Moment noch bei uns. Aber sie werden wieder rübergehen, denn die haben hier, glaube ich, im Moment auch wieder einen Farm-Clan-Krieg am Start. Also krasses Ding. Und ihr seht das hier, hier sind nur Legenden, außer hier unten ist einer. Der kleine Shikwari ist mal da. Ist das ein kleiner Shikwari? Ne, ist ein Rathaus 12er, aber ich glaube, sein anderer Shikwari ist Max. Also die sind noch bei uns. Und so, Teschi, ich habe das jetzt erwähnt. Du hast mich dazu genötigt. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwie wieder. Tolles Ding hier. Ich bin es jetzt auch leid. Ich nöle nicht mehr und schmeiße auch nicht mehr mit Steinen im Glashaus. Ich hoffe, die Folge hat euch aus dem Glashaus hier gefallen. Grüße an den gesamten Gnadenlos-Clan und an die Familie. Vielen lieben Dank euch drei, dass ihr hier so krass mitgeholfen habt. Ja, bis dahin, euer Toto, clasht.